Und? Gab es noch jemanden? Ja. Mann oder Frau? Wenn du weiter wirst, sage ich überhaupt nichts mehr. Versuch's doch. Mir haben sich schon ganz andere die Zähne ausgebissen. Ich kann ziemlich zäh sein. Ich auch. Also los. Was ist nicht wirklich? Jetzt gibt der Seele einen Kuss. Ich meine es ernst. Ich auch. Kuss. Ja, wie läuft's? Ja, alles bestens. Sehr gut. Mach weiter so. Musst du jetzt schon sonntags arbeiten? Stell dir vor, ich hab Schulden. Soll vorkommen. Gibt's Schlimmeres. Und du? Hältst es wohl nicht mehr aus zu Hause, seitdem Kim abgehauen ist. Im Gegenteil. Mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt. Kim war doch eh nur hinter meinem Geld her. Astrid hat dich verlassen, als du noch kein Geld hattest. Und ich auch. Was? Was möchtest du mir damit sagen? Erkennst du das Muster nicht? Alle, die dir wichtigen, habe ich irgendwann verlassen. Diesmal ist es Kim. Und wer weiß, wer sonst noch alles kommt. Mit Geld hat das wenig zu tun. Ey, das ist ja cool. Darf ich auch mal? Finger weg, das ist nichts für Leid. Ja, fahr rechts ran, Mann. Du nervst. Ja. Alles klar? Ja, ja. Okay. Dann lass uns nochmal die Zeichen durchgehen. Sorry, dass du den ganzen Anfängerkram nochmal mitmachen musst. Aber Lukas hat es irgendwie verpennt. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Das bedeutet, alles in Ordnung. Ich darf auf, ich gehe runter. Und was macht ihr, wenn ihr merkt, dass euer Luftvorrat knapp wird? Ganz einfach, diesen hier. Was ist denn das? Das erkläre ich dir, wenn du deinen Führerschein machst. Und jetzt ab mit euch ins Wasser. Jetzt ist wie verrückt nach solcher Musik getanzt, wenn du nicht gerade geredet hast. Über was habe ich denn noch in meinem betrunkenen Zustand geredet? Von deiner Quasi-Hochzeit hast du erzählt, von deinen neuen Freunden und von der Familie, wo du jetzt lebst. Dann habe ich dir einfach so meine Telefonnummer gegeben? Leider nicht. Du warst plötzlich verschwunden. Also musste ich mich ein bisschen bei den Partygästen. So machst du das also. Darf ich euch noch was zu trinken bringen?
Nein, danke. Wir sind etwas müde. Also ich nicht. Für mich einen Erdbeershake, bitte. Kommt sofort. Willst du noch bleiben? Ja, ich würde gerne noch ein bisschen mit ihm alleine reden. Du bist mir doch nicht böse, oder? Das überlege ich mir noch. Danke. Ich könnte die Pferde holen. Das hatten wir uns sowieso für heute vorgenommen. Ein andermal, ja. Ich kümmere mich lieber um die Inventur. Dann kann ich doch was kochen. Und wenn du fertig bist, essen wir. Ich möchte jetzt lieber allein sein, okay? Wir können uns ja morgen wiedersehen. Also gut, bis morgen. Und nochmal, tut mir leid. Hallo. 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 Hallo, ist Lena da? Sie ist tauchen. Soll ich hier irgendwas ausrichten, falls sie noch mal reinkommt? Nein, danke. Das muss ich ihr schon selbst erzählen. Ist irgendwas Aufregendes passiert? Und ob? Ja, aber warum treffen wir uns nicht alle drei auf einen Drink, wenn Lena zurück ist? Da muss ich nicht alles zweimal erzählen. Gute Idee. Nun mach endlich die Jetski klar. Ganz bestimmt nicht. Solange die Mädchen im Wasser sind, ist das viel zu gefährlich. Oh Mann, du stellst dich aber an. Ich pass doch auf. Klar, deshalb bist du auch vorhin auf Toilette angeknackt. Bist du Stress oder was? Nee, du machst ja schon genug Stress. Du kommst dir wohl verdammt cool vor, Kai. Oh Gott!